dann machen wir weiter mit Herrn Ambrose. Vielen Dank, Herr Ambrose, und wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Danke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute ist der 10. November 2009. Als ich ein Kind war, sagte meine Mutter das amerikanische Sprichwort, das Herz liegt in der Heimat. Ich dachte, dass dieses Sprichwort immer richtig war, jedoch für viele Deutsche nach dem Zweiten Weltkrieg war diese Redewendung falsch. Von 1945 bis 1990 war Deutschland eine abgetrennte Nation mit einem demokratischen Westen und einem kommunistischen Osten. Jetzt ist es 20 Jahre nach der Wiedervereinigung Deutschlands und ich möchte mit Ihnen über diese ganz wichtige Situation sprechen. Ich gehöre zu einer neuen amerikanischen Generation und ich glaube, dass ich neue unterschiedliche Aspekte präsentieren kann. Bevor die Mauer fiel, gab es eine sehr interessante Entwicklung in Ostdeutschland. Die Regierung Ostdeutschlands war ganz repressiv und wie der Aufruf für unser Land sagt, die Führung einer Partei hatte sich die Herrschaft über das Volk und seine Vertretung angemaßt. Während dieser Zeit benutzte das Volk die Kirche für Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten. Es gab eine große Entwicklung am 11. September 1989 mit dem Neues Forum. Das Neue Forum war eine Organisation und politische Bewegung, die für Sozialismus mit Demokratie und freier Diskussion war. Es war auch ganz wichtig für Demokratie in Ostdeutschland, weil es als eine offizielle Partei legalisieren mochte, jedoch sie am 21. September 1989 aberkennen werden. Ein anderer Aspekt waren die Demonstrationen wie die in Leipzig gehalten werden. In Leipzig marschierten Demonstranten rund um die Leipziger Ringstraße für Demokratie. Während dieser Demonstrationen wurden viele Leute verhaftet. Dann, am 9. Oktober 1989, gab es ein Wunder. Das Wunder von Leipzig. 70.000 Menschen waren in Leipzig und sie absolvierten die Demonstrationen um die Ringstraße ohne Stasi oder Polizeieingriff. Ein bisschen später war die DDR am Ende. Die Ostdeutschen versuchten auf der Eigenständigkeit der DDR mit allen ihren Kräften zu bestehen, wie es in der Aufruf für unser Land sagt, das tut mir leid, für unser Land steht. Und ist Deutschland heute wirklich wieder einigt? Nicht wirklich. Nach dem Mauer gefallen sind 1,7 Millionen Ostdeutschen oder 12% nach Westen umgezogen. Es gibt viele Unterschiede zwischen Ostdeutschen und Westdeutschen oder wie sie gerufen werden, Ossis und Wessis. Diese Spitznamen zeigen die Spannung zwischen den zwei Gruppen von Ostdeutschen. Außerdem war die gespannte Verhältnis oft vitriolisch. Die Ostdeutschen fühlten sich, als ob unbedeutende Bürger wären. Viele Personen hatten Probleme mit der Vergangenheit, spezifisch der DDR. Sie fühlten sich ruhelos und glaubten, dass sie die DDR-Vergangenheit nicht überwinden konnten. Es gibt auch wirtschaftliche Schwierigkeiten. Die Arbeitslosigkeit in den neuen Bundesländern ist größer als in den alten Bundesländern. Wie eine Grafik der Arbeitslosigkeit in Deutschland zeigt, ist die Zahl von 1991 bis 2001 von 2,6 Millionen auf 3,85 Millionen gewachsen. Die Arbeitslosigkeit war am höchsten im Jahr 1997 mit 5,38 Millionen. Wie Josef Joffe sagte in seinem Artikel Life in Wartime Germany in The Washington Post am 1. November 2009, man braucht mehr Zeit, eine Nation wieder aufzubauen, als eine Mauer abzureißen. Ich teile diese Meinung. Die Deutschen brauchen Zeit. Sie brauchen Zeit zum Wiederaufbau. Auch müssen die Deutschen einsehen, dass sie ein Volk sind. Diese Phrase, die die Ostdeutschen vereinigte, soll für uns symbolisieren, wer sind wir? Wer sind wir? Die Antwort zu der Frage, wer sind wir, ist, wir sind ein Volk in einer Welt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.